Hi, also beim Altbau bin ich jetzt schon 3 oder 4 Tage nicht mehr gewesen. Das Ding ist, ich hatte letztens eine Nachricht bekommen von Tarek. Weiß ich gerade selber nicht, was genau drin steht, aber er hat meinte auf jeden Fall, da kamen ein paar Änderungen und so weiter. Die waren auf jeden Fall im kleinen WC unten ein bisschen beschäftigt. Der hat noch ein paar Bilder mit reingepackt und so weiter. Und deswegen bin ich jetzt gespannt, was die da auf jeden Fall so fabriziert haben. Des Weiteren habe ich für den heutigen Tag auch noch ein paar Sachen an der Stelle geholt. Ich bin gerade noch zu Hause. Ich fahre da morgen hin auf jeden Fall. Einmal habe ich hier einen normalen Aufputzschalter für beispielsweise Keller. Das ist noch anderes Zeugs. Also einmal für Keller, dann noch einen Aufputzschalter für, ich glaube, Garage auf jeden Fall auf der einen Seite. Dann eventuell noch einen für Keller, muss man mal gucken. Und dann noch ein Taster für die Garage. Und die Aufdoppelungsstücke, je nachdem, wie viel man da am Ende braucht, für kleines WC, da wo die Fliesen sind, wenn sie das noch beibehalten haben. Ich weiß noch nicht, was sie da so richtig gemacht haben. Deswegen fahren wir da auf jeden Fall jetzt hin. Und dann sehen wir an der Stelle weiter. So, jetzt sind wir hier angekommen. Jetzt bin ich gerade im Eingangsbereich. Hier sehen wir auf jeden Fall, wird noch ein bisschen der Boden schön gerade gemacht, das ist auf jeden Fall noch frisch. Oben die Decke, die ist gestrichen, LED-Stripe und so weiter hat er abgeklebt. Der hat auch jetzt andere Spots, die eingebaut werden. Ich denke, die liegen hier, genau, die sind flacher, die kommen dann hier in den Flur hin. Des Weiteren sehen wir hier zum Beispiel, dass die Türzarge eingebaut wurde. Und hier an der Stelle ist er gerade am Einbauen, alles schön ausrichten. Der Boden hier an der Stelle wird auf jeden Fall verlegt. Jetzt hier Essbereich, Wohnzimmer, Flur auch bis zum gewissen Maß. Und Badezimmer, jetzt sage ich mal ganz interessant, Kontrollschalter ist ja immer noch beibehalten für die Hauptbeleuchtung hier, wo die Spots auch tatsächlich jetzt alle drinne sind. Hier sind Homebauten geschehen. Hier haben wir einmal die Toilette. Des Weiteren kommt hier kein Waschbecken hin. Hier hat er sich Dauersaft genommen. Das Ding ist, wir bauen hier einmal eine Steckdose und noch eine Steckdose ein. Also hier kommen zwei Steckdosen hin an der Stelle. Waschtisch ist nach hier gewandert, wie man sehen kann. Hier hat er sich eine Steckdose genommen. Da hat er halt ein neues Kabel gezogen, um da Dauerstrom zu haben. Lade ich hier gerade meinen Akku von der Kamera und so weiter. Dann ist da ein Lampenauslass für einen Spiegelschrank. Die wird über die hier geschaltet, genau. Und der hier ist für einen Stripe, welchen wir da oben sehen. Wenn ich den einschalte, dann sehen wir jetzt, wie das hier angegangen ist. Einfach nochmal als indirekte Beleuchtung. Da war ich jetzt komplett nicht mit dabei an der Stelle, aber haben sie auf jeden Fall recht ordentlich gemacht. Da oben sieht man den Empfänger, wie der rausguckt. Einmal für LED-Stripe. Und dann haben sie noch hier Wasserrohre gezogen an der Stelle. Hier sind sie rausgegangen. Hier irgendwie einen Durchbruch gemacht nach unten. Im Keller können wir uns das Ganze auch noch angucken mit Abwasser und Frischwasser. Hat da erstmal provisorisch das Abwasserrohr hier hingemacht, mit Kabelbinder fixiert. Das geht daneben hier an diesen Adapter, um das dann dementsprechend abführen zu können. Und hier eine neue Frischwasserleitung gezogen, auch erstmal mit Kabelbindern fixiert, isoliert, und die geht dann, hier sehen wir dieses weiße Rohr, geht auch da rein. Das haben sie dann nach oben für Waschbecken und so weiter hingezogen. Und ja, einiges passiert. Im Keller kann bald weitergemacht werden, aber erstmal hier oben. Schön gestrichen auch alles Mögliche. Hier in der Küche hat er noch ein paar Sachen hingelegt. Hier der Dreifachrahmen für die TAE und die zwei Steckdosen im Flur. Dann noch ein paar Steckdosen. Hier hat er den Kontrollschalter für oben im Badezimmer, außen. Und hier noch IP54 oder was das ist, für Außenbereich die Laternenschaltung. Da draußen ist ja so ein Schalter, der da an dem Pfeiler ist. Und der schaltet eben die Laterne, glaube ich. Können wir ja eben kurz mal noch mal nach draußen gehen. Also da rechts haben wir die Laterne. Und hier ist der alte Schalter, der erneuert werden sollte. Genau, und jetzt ist die Laterne an. Kann ich die Laterne auf?
So, und dann können wir uns einmal hier oben noch anschauen, was da passiert ist. Da waren wir ja auch lange nicht mehr, glaube ich. Auf jeden Fall die Wände gestrichen. Hier der Schalter ist noch ausgebaut. Wie gesagt, hier ist noch der Neutralleiter. Und hier kommt ein Kontrollschalter hin für die Beleuchtung dann hier drinnen. Boden, hat er gesagt, hat er hier schon angefangen. Hier sehen wir noch die Verpackten. Und hier haben sie jetzt an der Stelle aufgehört, immer schön mit einem Klotz, damit es schön Stoß auf Stoß geschlagen werden kann und man keine heftigen Fugen dazwischen hat und so weiter. Genau, hier ist noch abgeklebt, aber alles an der Stelle gestrichen. Genau, und Steckdosen müssten wir jetzt auch auf jeden Fall da haben. Für die beiden Geschichten hat er mitgeholt, wo er den Kontrollschalter fürs obere Badezimmer mitgenommen hat. Ja, und hier ist auch alles gestrichen. Also alles ganz schlicht in weiß. Und hier auch schön abgeklebt. So, jetzt sind wir wieder hier im Flureingangsbereich. Man sieht auch, dass hier schon die Abdeckrahmen und Abdeckungen raufgekommen sind. Hier haben wir ja einmal die Außenbeleuchtung, die jetzt auch an der Stelle angegangen ist. Über den können wir die auch dementsprechend wieder ausschalten. Und das hier ist ja die Wechselschaltung, so wie wir die kennen. Des Weiteren haben wir hier den Doppelwechselschalter, hier die rechte Wippe für die Hauptbeleuchtung, wo jetzt an der Stelle auch alle Spots eingebaut worden sind. Und der andere hier ist eben für die Stripes, was auch funktioniert. Können ja beides an der Stelle wieder einschalten. Auf der anderen Seite fehlt jetzt noch eine Abdeckung für den Doppelwechselschalter an der Stelle, aber hier auch Hauptbeleuchtung. Und das hier ist LED-Stripe, die Wechselschaltung. Hier ist der Rahmen drauf für oben, das Licht, was wir dementsprechend auch wechselschalten können von oben und unten. Und die Steckdose funktioniert auch. Ja, hier fehlt dann noch Abdeckung. Also der Dreifachrahmen, den habe ich jetzt da verwendet. Der hat sich nur eingeholt, deswegen. TAE-Abdeckung ist da. Bisschen blöd wegen der Steckdosen, dass er sich hier die hier geholt hat, die quasi schon zusammen sind. Da kann man das nicht trennen von dem Rahmen, deswegen, und meistens haben wir halt keine Einfachrahmen. Deswegen muss man da nochmal separat holen und solche Geschichten. Das ist ein bisschen doof. Hier an der Stelle die Doppelwechselschaltung. Da haben wir ja einmal hier Wohnzimmer und hier Essbereich. Dann hier die Außenbeleuchtung. Fehlt noch ein Kontrollschalter. Einen haben wir jetzt so unten eingebaut. Die Abdeckung, naja, draußen das Licht schaltet der auf jeden Fall auch. Kann man ganz gut erkennen. Ansonsten haben wir hier den Schalter dran für die Lampe. Und ja, hier konnten wir die Einfachsteckdose ranmachen. Hier ist die Einfachsteckdose drin. Vierfachrahmen habt ihr irgendwie noch gar nicht beschafft. Da fehlt ein Vierfachrahmen. Zweifachrahmen haben wir zwar, aber keine Einzelabdeckungen für Steckdosen von Junger S500 in dem Fall, Vierfachrahmen auch nicht. Hier hat auch wieder gefehlt das Innenleben, aber Steckdosen haben wir eben zu Genüge. Hier eben die Schaltung, dass man hier doppelwechselt schalten kann, einmal für Wohnzimmer und Essbereich. Ich denke, ihr wisst das Ganze schon, das haben wir schon durchgekaut richtig oft mit den ganzen Schaltungen. Da oben hingegen die Abdeckung, also der Rahmen für die einfache Steckdose ist dran. Dann hat er das da gestrichen gehabt und das hier will er sich auch noch weiß machen und dann kommt es wieder drauf von der Glocke. Deswegen hat er da erstmal jetzt alles an der Stelle abgehangen. Genau, hier Badezimmer, das mit der Kontrolllampe, das funktioniert. Steckdose funktioniert auch. Jetzt können wir uns das mal richtig angucken, wie das Ganze hier aussieht. Ja, hier war ja ursprünglich der Spiegel geplant, aber hat wahrscheinlich vom Platz jetzt mit der Toilette und alles Mögliche nicht so ganz hingehauen. Hier mit Aufdoppelungsstücke kann ich ja mal gerade ein Bild einblenden, wie das da gemacht wurde. Auf jeden Fall hat das auf jeden Fall gepasst. Auf einen Millimeter mit dem Rahmen, sodass man die beiden Steckdosen hier einbauen kann. Spiegel kommt wahrscheinlich dann auch so in dem Bereich hier links hin. Muss ja dann mal schauen. Hier ein kleiner Waschbecken. Ja, und die Fliesen, die sind ja auch schon da jetzt. Nur noch ein bisschen schmutzig. Dann können wir hier an der Stelle wieder das Licht einmal ausschalten. Dann habe ich hier schon mal
den Aufputzschalter angebracht. So sieht das Ganze aus in der Küche. Also hier sieht man auf jeden Fall, wie die Rahmen gerade noch befestigt werden. Hier an der Stelle sieht man auch, wie der Bauschaum rausgequillt ist und schon ausgehärtet. Und ja, da achtet man halt einfach drauf, dass es schön in Waage ist, 90 Grad Winkel schön machen und dann mit Bauschaum und so weiter. Hier in der Küche haben wir komplett Steckdose und der Schalter. Das funktioniert auch. Hier die Einfachsteckdose, da die Einfachsteckdose, welche aber dann hinterm Kühlschrank verschwinden wird. Da oben ist noch abgeklebt, kommt noch eine Abdeckung drauf. Und hier hinter dem Schrank die Steckdose, die ist an der Stelle auch da. Und sonst hat sich hier nicht wirklich was getan. Nö, sonst denke ich mal, sind wir hier unten an der Stelle durch und können kurz mal nach oben gehen, schauen, wie es da aussieht. Auf jeden Fall der Kontrollschalter fürs Badezimmer ist jetzt hier. Fehlt aber dementsprechend auch die Abdeckung. Kontrolllampe leuchtet. Und hier das Licht, das geht auf jeden Fall an und auch dementsprechend wieder aus. Hier ist er gerade am Boden legen. Hier auch das Innenleben, das übliche von der Steckdose. Ansonsten Lampe funktioniert. Und ich glaube, hier ist der eine andere Schalter. Ist ja diese Wechselschaltung hier für oben Flur, welche auch von unten geschaltet werden kann für die Lampe da oben. Und ja, hier Schlafzimmer. Haben wir ja die Wechselschaltung. Das hängt hier immer noch. Hat da bloß abgeklebt, deswegen ist der Strick auch gerade nicht mehr zu sehen. Ja, und hier in dem Raum das Gleiche. Haben wir einmal nur einen Lichtschalter und eine Steckdose, was auch dementsprechend läuft. Jo, nimmt auf jeden Fall Gestalt an. Sieht auf jeden Fall schon bewohnbarer aus. Hier auch beispielsweise, dass sie hier den Rahmen schwarz gemacht haben oder anthrazitfarbig, um ein bisschen Akzente zu setzen. Ich werde auf jeden Fall jetzt Feierabend machen. Ich werde jetzt bei Paul auf der Baustelle ein bisschen weitermachen. Da habe ich auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun. Jetzt geht es auch mit der Temperatur. Dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.